Bei uns der neue alte Kapitän Colin Janna. Hallo Colin, wie hast du von der Meldung erfahren? Wie hast du dich gefühlt und mit was für Gefühlen gehst du jetzt in das Spiel gegen Russland? Ich habe gestern von, hallo erstmal Total Rugby. Ich habe gestern von Barty, als ich ankam, relativ schnell erfahren, dass ich Kapitän sein soll, dass er denkt, dass für das Spiel jetzt die richtige Entscheidung ist. Ich war relativ überrascht, da ich mit Bodo und Tim und Mulu und wie sie alle heißen, unglaublich kompetente Spieler auch neben mir habe, die mir natürlich die Arbeit dann umso leichter machen. Samstag gehe ich natürlich mit einer unglaublichen Aufregung auch ins Spiel, weil ich diese Mannschaft anführen muss gegen einen wahnsinnig starken Gegner. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für uns alle auch eine umso größere Motivation und auch vor allen Dingen für mich, die Mannschaft von vorne so richtig zu führen, so gut wie ich es halt natürlich auch kann. Okay, das heißt, du rechnest nicht damit, dass das für die gesamte Zeit der Qualifikation der Fall sein wird. Hättest du Lust darauf, würdest du es dir zutrauen? Ja, das sind Fragen, die man später beantworten muss. Dieser unerwartete Rücktritt von Jens Schmidt, der uns natürlich alle belastet und für uns alle extrem schade ist, hat natürlich auch diese Entscheidung hervorgerufen. Wie das jetzt im Frühjahr nächsten Jahres mit den 5 Spielen weitergeht, ist natürlich auch eine Frage. Viele von uns werden sicherlich nicht in der Form frei bekommen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht die richtige Entscheidung, mich als Kapitän weiterzulassen. Aber wie gesagt, das werde ich dann sehen, ob ich meinen Jahresurlaub so bekommen kann. Dann würde ich es natürlich mit großer Ehre natürlich weiterhin machen. Okay, nun zum morgigen Spiel gegen Russland. Du wirst auf der Position des Verbinders gegen Russland auflaufen. Die letzten Spiele wurdest du eher auf deiner Stammposition, sage ich jetzt mal, als zweiter Innen eingesetzt, hast jetzt aber gegen Berlin auch in den letzten Spielen auf 10 gespielt. Wo fühlst du dich denn jetzt wohler? Das ist, ja, ich habe, wie gesagt, das ist natürlich richtig. Ich habe für Berlin jetzt die 9 letzten Spiele auf 10 gemacht. Habe mich da eigentlich ganz, ganz wohl gefühlt. Das hat gepasst bei uns in der Mannschaft. Man muss schauen, wie es jetzt bei der Nationalmannschaft geht. Ich hatte jetzt im Training ein gutes Gefühl. Es läuft gut mit Kehlen und Clemens neben mir. Musti redet mich natürlich von links und rechts voll. Aber das ist auch die Aufgabe von einem Halb. Deshalb, ich denke, das ist schon ganz gut so. Aber wie gesagt, ich habe links von mir mit Musti und rechts von mir mit dem Kieran zwei unglaublich Erfahrene. Da wird die Arbeit als Zehner, denke ich, nicht das Problem sein. Okay. Die Russen sind, wie wir alle wissen, schon seit über einer Woche hier in Hannover und bereiten sich auf das Spiel vor. Die deutsche 15 erst seit 2 Tagen. Angesichts dieser, sage ich mal, eher suboptimalen Vorbereitung, wie erwartest du den Spielverlauf oder mit welchen Gefühlen geht ihr in das Spiel allgemein? Es ist eine positive Aufregung in der Mannschaft zu verspüren. Es ist natürlich immer schwer. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir uns vielleicht Mittwochmorgen treffen, vielleicht Mittwochabend, dass es jetzt Donnerstagnachmittag erst geworden ist, nur 3 Trainingseinheiten, die wir aber sehr gut genutzt haben. Ist natürlich schade. Aber gut, ich meine, die Russen sind Profis, die Georgen sind Profis und das wussten wir doch aber vorher auch schon. Deshalb ist es für uns nichts Neues. Wir müssen aus den Möglichkeiten, die wir haben, das Beste machen und ich gehe davon aus, dass wir das auch tun. Wir müssen sicherlich über alte deutschen Tugenden wie den Kampf und Motivation und Brüderlichkeit und so müssen wir natürlich auch ins Spiel finden. Aber so ist es nun mal. So müssen wir arbeiten und ich denke, das werden wir auch am Wochenende tun. Alles klar, Colin, dir alles Gute für morgen und hau rein. So, wir dürfen hier mit uns Nationaltrainer Rudolf Finsterer begrüßen. Hallo Barzi, grüß dich. Wie geht's dir Hallo. heute? Also mir geht's nach dem Training sehr gut. Freut uns. Morgen steht die Partie gegen Russland auf dem Spiel. Wie siehst du die Chancen der deutschen Mannschaft und wie sind die Russen einzuschätzen? Also die Russen, die spielen ja um die Spitzenposition mit, die wollen auch zur WM. Ich gehe davon aus, dass es dieselbe schwere Spiele gibt wie gehabt, gegen Georgien, gegen Rumänien. Wir werden sehen, was passiert morgen. Ich sage immer, die Chancen stehen immer 50 zu 50. Okay. Unter anderem ist Jens Schmidt als Kapitän zurückgetreten und mit Colin Jana ist jetzt neuer Kapitän an Bord. Wie hast du die Mannschaft auf das Spiel eingestellt und welche Ausfälle habt ihr noch zu verkraften? Ja, Nummer 1, also unser guter Spieler, sprich Robert Mohr, der Michael Poppmeier. Wir haben auch einen Ausfall, wie gesagt, mit dem jungen Nachwuchsspieler Christopher Liebig. Aber wir glauben, dass wir adäquat besetzt sind. Und zu der Sache Jens Schmidt, das ist seine persönliche Entscheidung, berufliche Entscheidung.
dass er uns fehlt, da brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Abschließend noch, wie siehst du realistisch die Chancen auf eine Qualifikation der deutschen Mannschaft noch für die Endrunde? Ja, eine Qualifikation für die Endrunde, es gibt das Spiel schlechthin. Jeder spricht über das, das ist Spanien, auf das müssen wir uns konzentrieren, aber das ist erst nächstes Jahr. Okay. Das heißt, man will versuchen, sich möglichst glorreich noch aus der Affäre zu ziehen und über nähere Ziele spricht man momentan jetzt erstmal nicht. Ja, glorreich ist vielleicht der Wortschatz, sondern es geht mir eigentlich darum, glorreich sind die, die wo eigentlich gewinnen, sondern wir sind diejenigen, wo im Moment alles verloren haben, deswegen stellen wir uns hinten an, aber wir werden mit der Mannschaft alles versuchen zu gewinnen. Alles klar, vielen Dank. Okay, we're here with Rob Alloway, one of the new faces in German rugby. Rob, nice to meet you. How did you go into touch with the German national team? I played against Tim Kirsten for Cornish Pirates versus Southend, and on my profile it says I was born in Germany, and he asked me would I be interested, and I said yeah. Oh, sweet. So you speak any German? Nine. Nine. Perfect. Did you get a warm welcome from the boys, and how do you enjoy staying with the team? Yeah, I got a warm welcome from the boys. It's a good crack, and yeah, good fun actually. Yeah, I've enjoyed it. I've enjoyed sharing my room with Bodo. Yeah, so yeah, it's been good fun. Oh, perfect. So you're looking forward to tomorrow's game against Russia, and what do you expect out of it? Tomorrow's game will be tough because they're a big physical side, but yeah, I'm sure if we go out there and just do what we can do well, and then we could really get something out of the game. Okay, perfect. That's it then. Nice to meet you. Yeah, hope you enjoy it. Yeah. Cheers.